Hallo, meine Lieben. Ich habe für euch wieder ein Haul. Ich war mit meinem Mann im Norma. Da haben wir ein paar Teile eingekauft. Dann habe ich Hundefutter gebraucht, weil von meinen Hunden das Happy Dog Trockenfutter, wo dieser Yorkshire Terrier drauf ist, ist leer gegangen. Und dann sind wir bei uns in der Nähe im RWZ gefahren. Und die haben aber leider nicht das Futter, was ich haben wollte und brauche für meine Hunde. Und dann sind wir halt ja zum Futterhaus gefahren. Und die haben aber momentan Lieferschwierigkeiten. Die bekommen sehr wahrscheinlich morgen erst wieder Trockenfutter. Und so lange kann ich ja nicht warten. Meine Hunde brauchen natürlich ihr Fressen, ne? Und dann sind wir in den Fressnapf gefahren und da habe ich Gott sei Dank das Futter bekommen. Genau. Und dann waren wir noch im Nettomarkt gewesen, ich und mein Mann. Und da haben wir uns gerade noch ein paar Kleinigkeiten geholt, weil wir während der Autofahrt Hunger bekommen haben. Aber ich werde gleich Chili con Carne kochen. Und ja, wie gesehen, wie gesagt, ich habe meine Nägel immer noch nicht mit dem Nagellack lackiert. Das mache ich nach dem Mittagessen. Ich hatte gestern Abend nach dem Maskenvideo keine Lust mehr. Ich bin sofort auf die Couch gegangen und habe TV geschaut. Ein paar Minuten, dann bin ich sofort auf der Couch eingeschlafen. Ich habe heute den pinken Lippenstift, der war eben gerade noch krasser, intensiver drauf. Also das ist eine echt mega geile Farbe. Wenn ihr den Lippenstift noch bekommen könnt, dann kauft den euch. Also das wird meine nächste, also meine Sommerfarbe für diesen Sommer wird mein Lieblingslippenstift. Ich habe von BB den mit Bienenwachs, genau, den Lippenpflegestift habe ich drunter gemacht und dann den Lippenstift drüber gemacht, damit die Lippen auch nicht so eingefärbt werden. Genau, aber ein bisschen sieht man halt noch. Und ich habe heute meinen großen Catrice Samgasm, den Highlighter auf meine Augen gemacht. Unten drunter schwarzer Kajal, Wimperntusche ganz normal, meine Augenbrauen. Dann habe ich von Rival Loves Me habe ich mein Make-up verwendet und mein Bronzer von Essence habe ich verwendet und von Rival Loves Me das Marshmallow Puder zum Setten und von Rival Loves Me von der letzten Limit Edition LE habe ich den Plush verwendet. Genau, richtig. So, jetzt zum Haul. Ich habe schon den neuen, wie gesagt, den neuen Pullover an, den ich mir ja im Kick gekauft habe. Also der ist so schön weich und kuschelig. Also der gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Also im Norma, fangen wir erstmal mit Norma an. Da habe ich für 1,99 € 3,3 Liter dieses Lenor gekauft. Ja, weil für 1,99 war im Angebot und oh, riecht super frisch, super frisch. Den hatte ich schon mal und ich bin damit wirklich zufrieden, wirklich zufrieden. So. Dann haben wir im Norma von Gut Langenhof haben wir Hähnchen Dinos mit 8% Flüssiggewürz. 400 Gramm haben wir einmal die genommen. Die schmecken sehr, sehr gut. Dann haben wir im Norma einmal von Saubermax neuer Duft Spülmittel gekauft. Klassik. 1000 ml sind da drin. Da haben wir einmal das geholt. Neuer Duft, müssen wir gerade mal riechen. Oh ja, sehr frisch. Gefällt mir gut. Einmal das, weil unser Spülmittel geht jetzt demnächst auch leer. Dann haben wir auch, aber die haben wir schon gegessen, das waren 4 Stück, diese Salamini, diese Klassik, waren 4 Stück, die haben wir aber schon gegessen. Ich wollte es euch trotzdem zeigen. Dann haben wir im Norma, hat mein Mann sich ein Duschgel gekauft von Dusch Das, For Men. Marknant Herber Zitrusduft. 2 in 1 Duschgel und Shampoo. pH hautneutral.
Vorteilspack nur für kurze Zeit. Da waren 3 Stück drin, jeweils 250 ml. Genau, die hat mein Mann sich geholt. Die waren auch im Angebot. Genau, dann habe ich im Norma Gewebereparaturband geholt. 48 mm mal 250 Meter. War für 2 Euro, kann man immer mal gebrauchen. Brauche ich auch jetzt, um das Paket zuzukleben. Das Tauschpaket. So, genau. Dann haben wir in Norma diese Edel-Vollmilch-Schokoladeneier gekauft. 200 Gramm, 32% Kakao. Steht neu dran. Die haben wir einmal genommen. Und einmal Haribo Twins Snacks. Süß und sauer. Genau. Die waren auch im Angebot gewesen. Mal probieren, wie die schmecken. So, ja, da mussten wir uns, haben wir uns noch so eine Tüte gekauft, gell, weil wir unsere Action-Tüte natürlich zu Hause gelassen haben, so schlau wie wir waren. Dann habe ich eine Dose Sonnenmais gekauft, super sweet, genau, für Chili con Carne, tue ich mit da rein. Dann haben wir einmal von Frisan Pflanzenmargarine mit Vitamin D und E gekauft. Da sind 500 Gramm drin, weil unsere Butter geht auch bald leer. Dann habe ich für 1 Euro habe ich ja so ein zum für Salz umzufüllen gekauft, weil in meinem anderen, wo jetzt Salz drin ist, möchte ich gerne das Kurkuma Gewürz reinfüllen und hier mache ich dann Salz rein. Genau. Dann habe ich für 2,99 habe ich von Tom und Jerry eine Tasse gekauft, Porzellantasse, 250 Milliliter gehen da rein. Und zwar, guck mal, wie süß, die hat mir so gut gefallen. Ja, ich kann sie ja mal auspacken. Also für 2,99, wie gesagt, die hat mir super gut gefallen. Da ist, da einmal so und dann hier Tom und Jerry und einmal so. Die hat mir so gut gefallen, die musste ich mitnehmen für 2,99. Genau. Hey, alles in Ordnung, kommt niemand. Sorry Leute. Genau, einmal die Tasse habe ich mir gekauft. Dann habe ich, hey. Von Saubermax habe ich 3D-Spültuch gekauft mit neuem Motiv. 4 Tücher sind da drin. Das war einmal die. Ja, Verpackungsopfer würde ich sagen. Die haben mich hier die Hundepfötchen und die Herzen angelacht. Ist aber wirklich auf 3D-Effekt, keine Ahnung. Mal gucken, wie die sind beim Spülen. Die kann man auf 60 Grad waschen. Jo, also ganz normal halt, ne? Die haben mir sehr gut gefallen. Hey, dann haben wir einmal von Gut Bachtenhof Servelatwurst gekauft, also Salami. Ne? Da sind 200 Gramm drin. Dann haben wir von Leckerom haben wir Gouda gekauft. 400 Gramm, 12 Scheiben sind da drin. Also die kann man echt gut holen. Schmecken auch sehr gut. Und dann haben wir auch von Gut Bachtenhof Salami geräuchert geholt, 200 Gramm, einmal diese. Und dann habe ich mir eine Damen-Viskose-Jeggings gekauft, also eine Leggings halt, für 6,99 Euro. Größe XL habe ich mir geholt. Die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar ist da ja dieses Motiv drauf. Ich kann die aber auch mal gerade aufmachen und euch mal zeigen. Ist ja alles kein Problem. Genau. Also die sieht hier oben so aus. Ihr müsst euch das Schildchen wegdenken. Und dann kommt dieses Muster und das geht ganz runter.
Und hinten am Bubis sieht das so aus und geht dann die Beine nach unten. Und die hat mir sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen hat mir dieses Motiv hier gut gefallen, diese Blumen hier. Und ich ziehe diese Hosen sehr gerne an. Die sind auch sehr bequem. Ich habe auch jetzt gerade eine an mit einem Totenkopf drauf. Die habe ich, glaube ich, auch vom Norma. Genau, da habe ich mir die damals gekauft. Genau. So. Dann haben wir die Tüte leer. Die werden wir trotzdem wiederverwenden. Ich schmeiße die nicht weg. Weil die Tüte hat 15 Cent gekostet und wir wollen ja ein bisschen zu unserer Umwelt, ne? Gut, ein bisschen Plastik und Müll sparen. Dann haben wir noch gekauft Premium Finest Garden, das Beste für Pflanzen. Da haben wir einmal Schnittlauch gekauft zum selber pflanzen. Das muss man ja, wie gesagt, dann jetzt machen. Schnittlauch wollen wir einmal pflanzen. Dann wollen wir einmal Möhren pflanzen, rote Riesen. Zwei spät steht hier drauf. Genau, die wollen wir einmal pflanzen. Dann wollen wir einmal Dill pflanzen, einfach einjährig. Genau, wollen wir einmal Dill pflanzen. Schmeckt sehr gut. Und wir wollten einmal Salatgurken, Delikatesse. Und die wollten wir einmal pflanzen. Genau, weil hier zu Hause habe ich ja noch... Moment... Muss ich mal gerade gucken. Genau, hier zu Hause habe ich noch Tomaten. Die pflanzen wir auch mit. Die haben wir letztes Jahr gekauft. Und dann habe ich von Hip zweimal geschenkt bekommen. Wo Bio aufhört, geht Hip weiter. Blühwiese. Die habe ich zweimal bekommen. Da wachsen so jede Menge bunte Blumen. Und die pflanzen wir dann auch ein. Genau. Weil man muss ja, wie gesagt, ein bisschen selber pflanzen heutzutage, ne? Weil das Zeug ist teuer genug. Und wenn man das halt in seinem eigenen Garten selber anpflanzen kann, finde ich das umso besser, ne? So. Und gerade erst dann, wenn man die eigene Arbeit geleistet hat, einpflanzen und drum kümmern und so alles, das auch gut wächst und so. Und dann nachher ernten und dann schmeckt es halt noch besser. So, dann wie gesagt, im Nettomarkt, da haben wir einmal von von Hofmaria, so, sorry, haben wir einmal Geflügelfrikadellenbällchen geholt, Spitzenqualität, verzehrfertig, 500 Gramm, die haben wir schon aufgemacht, weil wir Hunger hatten, einmal die hier, genau, die haben wir geholt. Und dann hatten wir diese milde Trioli, diese luftgetrockneten Würstchen. Die haben wir auch schon gegessen. Da sind ja nicht viele drin, 4, 5 Stück. Genau, die haben wir dann einmal gemampft. Und wir haben einmal Kinder-Pingui-Schoko geholt. Da waren auch 4 Stück. 120 Gramm ist eins. Genau, 2 Stück haben wir noch. 2 haben wir gegessen. Genau, die haben wir noch. Dann, wie gesagt, im Fressnapf haben wir einmal das Happy Dog Trockenfutter gekauft für meine Hunde. Und dann war ich im DM-Markt noch gewesen und da habe ich von Baby Love Wickelunterlagen geholt. Da sind 10 Stück drin, 60 x 60 cm, genau. Für meine Hundis, für die Notfälle, wenn wir weg sind. Weil ich lasse meine Hunde ja immer so frei laufen im ganzen Haus. Und dann lege ich denen im Flur unten hin 2 Unterlagen hin. Und falls die wirklich müssen, können sie zu reinster Not da drauf gehen und sich lösen. Und, aber sonst gehen die raus. Genau, die. Und dann habe ich beim DM, habe ich von Balea eine Limited Edition entdeckt. Eine neue Tuchmaske, Be Soft, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Grapefruit-Extrakt. Jeder Hauttyp ist vegan und zwar für Ostern. Genau, die wollte ich mal ausprobieren. Können wir ja in einem Video machen. Da soll man so aussehen wie hier unten, wie ein Kaninchen, wie ein Hase. Ich finde auf jeden Fall dieses Packaging mit dem Hasen sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Genau.
Von hinten drauf sieht es so aus. Steht nun die Anwendung drauf, aber jeder weiß ja, wie man eine Tuchmaske verwendet. So, genau. Meine Hunde liegen gerade hier neben mir in ihrem großen Körbchen. Da habe ich ja einmal dieses ganz große blaue Kissen, was ich da mal gekauft habe im Center Shop. Und dann habe ich eine schöne, dicke, mollige Decke noch drin. Und was ich gestern gekauft habe, dieses kleine, was ich in die Transportbox reintun möchte, habe ich nur einfach mal da reingelegt. Und die liegen alle beide da drin. Das sieht so goldig aus. Echt. Aber es freut mich, dass meine Hunde so gerne da in das Körbchen jetzt reingehen. Weil vorher waren meine Hunde nicht so Körbchen-Fanatiker, sondern nur auf der Couch. Ja. Genau. Und da sind wir jetzt ein bisschen am Umgewöhnen, dass sie auch in ihr Körbchen gehen. Ne? So, das war's gewesen. Ach so, ich habe gestern vergessen, in meinem Haul zu sagen, wo wir im Lidl noch waren, da haben wir noch einmal Toilettenpapier gekauft, 10 Rollen, 200 platt, vierlagig. Genau, das habe ich vergessen, euch zu sagen. Zeigen. Ich sage es einfach nur nochmal. Und Toilettenpapier haben wir noch gekauft da. So, aber das habe ich schon im Badezimmer verräumt. So, das war's gewesen. Ja, genau. Mehr haben wir auch nicht gekauft. Nö. So, meine Lieben. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Würde ich mich mega drüber freuen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Verpasst ihr auch kein Video mehr. Das Abonnieren ist kostenfrei. Würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Auf Instagram heiße ich Goldener Engel. Schreibe ich euch in die Infobox. Meine E-Mail-Adresse schreibe ich euch auch rein, wenn ihr mich kontaktieren möchtet oder mir mal schreiben möchtet oder eine Karte senden möchtet. Also, ne, da können wir in Kontakt treten dann. Ja, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.